Konstantin haben wir noch? Ich heiße Gregor. Ich bin Novize. Du kannst mich Konstantin nennen. Bist du freiwillig hier oder wurdest du bestraft? Obwohl, es spielt keine Rolle. Willkommen im Fegefeuer. Sagtest du Fegefeuer? Das wirst du noch früh genug rausfinden. Auch wieder verdächtig. Würdest du mir ein bisschen von dir erzählen? Nimm's mir nicht übel, aber ich rede nicht gern über meine Vergangenheit. Verheimlichst du mir womöglich etwas? Warum willst du mir nichts über dich erzählen? Eine elende Vergangenheit, die ich lieber vergessen würde. Ich denke ungern an das, was ich verlor, als sie mich herschickten. Außerdem hasse ich die Frage. Bist du wirklich der Sohn des berühmten Smil Flaschka von Pardubitz? Ich war reich und hatte alles. Aber dann spürte mein Vater sein Ende nahen und beschloss, einen seiner Söhne ins Kloster zu schicken. Weil ich der Jüngste bin, fiel das Los auf mich. Ja, bitte. Sie sagten, ich hätte keinen Sinn für die Verwaltung des Familienbesitzes. Stell dir nur vor, ich, in einem Kloster. Ich steckte zu Hause ein, was ich konnte, damit ich hier nicht aufgeschmissen bin. Sie müssen den Diebstahl doch bemerkt haben. Ich spendete dem Kloster etwas Geld, als ich ankam, um meinen Geschwistern eins auszuwischen. Ich sehe sie schon mit dem Abt streiten, damit er es wieder herausrückt. Und das restliche Geld hast du versteckt? So ist es. Ein Mysterium, das jedoch sicher bald gelöst wird. Du hättest nicht herkommen müssen, wenn du nicht wolltest. Nicht, wenn ich am Stadttor hätte betteln gehen wollen. Ich hatte die Wahl. Entweder das Kloster oder gar nichts. Wäre es erst nach dem Tod meines Vaters so gekommen, hätte ich es verstanden. Aber so? Was willst du mit deinem Schatz tun? Ich will hier weg, sobald ich kann. Ich warte noch ein, zwei Jahre, bis meine hitzköpfigen Brüder sich beruhigt haben. Schnappe mir das Silber und gehe weit, weit weg von hier. Ihr könnt mal helfen. Mehr wollte ich nicht wissen. Bitte behalte ab. Ich würde immer noch gern mehr... Ist keine große Sache. Hin und wieder lese ich während der Messe. Sonst bleibt dafür keine Zeit, jedenfalls nicht für Bücher, die ich mag. Und das Versteck habe ich nur, damit niemand mein Buch findet. Ich lasse dich in Frieden und werde dir nicht mehr folgen. Danke. Und Gregor, sag bitte niemandem etwas davon. Das macht mir nicht. Ich wüsste gerne, was du über die anderen Novizen denkst. Erzähl mir von Antonius. Wenn ich dir jemanden als Freund empfehlen würde, abgesehen von mir selbst, wäre es Antonius. Er ist eine ruhige Seele. Und man kann gut mit ihm reden. Außerdem ist auf ihn stets Verlass. Was kannst du mir über Lukas sagen? Das ist so eine knifflige Sache. Niemand weiß etwas über ihn. Ich habe oft versucht, mit ihm zu reden, aber er ziert sich vor mir wie eine Jungfrau in ihrer Hochzeitsnacht. Das wäre alles. Den können wir aber fragen. Wen würdest du wählen, wenn du könntest? Wahrscheinlich Nevlas. Er ist ein guter Kerl und wirkt aufrichtig. Aber ehrlich gesagt kümmert mich das nicht sonderlich. Ein Kloster bleibt ein Kloster, ganz gleich, wer es führt. Aber frag Antonius, wenn du darüber reden willst. Er scheint sehr daran interessiert zu sein. Mir scheint, dich kann ich das fragen. Gibt es im Kloster jemanden, der mir ungewöhnliche Dinge beschaffen könnte? Wie zum Beispiel Dietriche? Dietriche, was? Ich will gar nicht wissen, wozu du die brauchst. Frag den Kellerer. Den Kellerer? Ich habe eines der Manuskripte. Das ist interessant. Zum Heulen. Kellerer, ist es so rührend? Rührend? Wohl eher zum Haare raufen. Eine schreckliche Verschwendung von Pergament. Ich wüsste gar nicht. Ich weiß nicht. Keinen Respekt vor der Schrift. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Wir waren genauso. Nicht viel. Kenne ihn nicht. Im Grunde weiß ich fast nichts über ihn. Außer, dass er es mit Regeln nicht so genau nimmt. Erzähl mir von Antonius. Würde ich gern, aber da gibt es nichts zu sagen. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen oder nach ihm gefragt. Jetzt nimm ihn. Du weißt wirklich gar nichts über die anderen? Trotzdem danke. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Ich darf mich nicht verpflichten da. Ja, dann war's. So, die verlorenen Seiten brauche ich mir nicht anzeigen. Oh ja. Nadel im Heuhaufen lasse ich da, weil.
Ah, Gregor. Ich wüsste... Was kannst du mir über Konstantin sagen? Es gibt keinen, der weniger für das Klosterleben geeignet ist. Du kennst den jungen Herrn Carpon nicht. Ich habe ein paar Dinge gehört. Konstantin muss wie er gewesen sein. Prügeln, saufen und Unzucht treiben. Doch dann landete er hier. Weshalb ist er im Kloster? Das weiß niemand. Vielleicht versteckt er sich vor etwas. Vielleicht wurde er bestraft. Denkst du, er hat ein Geheimnis? Haben wir das nicht alle? Aber im Gegensatz zu den anderen schweigt er wie ein Grab über sein Leben vor dem Kloster. Mehr wollte ich nicht über ihn. Was weißt du über Lukas? Schwer, etwas über ihn zu sagen. Wir wissen kaum etwas über ihn, weil er mit niemandem spricht. Er arbeitet, isst, schläft und sonst nichts. Es hat den Anschein, als wolle er es so schnell es geht hinter sich bringen. Mit es meine ich sein Leben. Das ist alles. So, dann würde ich sagen, wo ist der Keller da? Wahrscheinlich in der Nähe vom Keller. Ja, aber warum wird man das? Das war doch eine Quest, oder? Das hätten wir eine Quest. Ja, das ist eh klar. Ich sage dir, niemand ist in der Nacht. Komm mir nur Achim schon gerade weg. Grüß dich, Bruder. Ich bin Gregor, der Neue hier. Sei gegrüßt, Bruder. Ich bin Joachim, der Älteste der Novizen. Ich hoffe, es gefällt dir hier im Kloster und du bekommst hier keinen Ärger. Ärger? Du bist jung, womöglich unmäßig. Könntest schnell vom rechten Weg abkommen. Ich rate dir, die älteren Mönche kennenzulernen. Man kann nie wissen, wann einem das zustatten kommt. Erzähl mir von den anderen Novizen. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen und viele Freunde, aber ich finde nicht, dass er hierher gehört. Er verbringt zu viel Zeit mit Träumereien und vernachlässigt seine Pflichten. Ich frage mich, warum er noch hier ist. Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn längst hochkant rausgeworfen. Das klingt, als hättest du nicht viel für ihn übrig. Ich traue ihm nicht mal so weit, wie ich ihn werfen könnte. Glaub mir, er verbirgt etwas vor uns. Nun, da ich darüber nachdenke, ich habe ihn schon lange nicht mehr beim Morgengebet gesehen. Wer war das letzte? Konstantin haben wir gefragt, oder? Weißt du etwas über Antonius? Nur, dass er freiwillig ins Kloster eintrat, weil er nicht im Laden seines Vaters arbeiten wollte. Antonius ist in Ordnung. Man kann sich auf ihn verlassen. Er ist kein Verräter. Er hilft, wo er kann. Das kann man von manch anderem Bruder nicht sagen. Was weißt du über Lukas? Niemand weiß viel über ihn. Ein stiller Junge. Wenn du mich fragst, hat er etwas zu verbergen. Ich an deiner Stelle würde mich von ihm fernhalten. Hast du denn einen Grund, ihn zu verdächtigen? Viele und doch keine. Die Zirkatoren verachten ihn und sie würden gewiss nie jemandem ohne Grund bestrafen. Würdest du mir etwas von dir erzählen? Würde ich, wenn es etwas zu erzählen gäbe. Aber ich bin nur der Sohn eines Gutsbesitzers, der Mönch wurde. Nichts in meiner Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft könnte interessant sein. Warum bist du ins Kloster eingetreten? Weil es besser war, als in Armut zu leben. Als jüngster Sohn konnte ich meines Vaters Ländereien nicht erben. Aber er war gütig und verkaufte ein paar Kühe, um mich herschicken zu können. Und weißt du was? Mir gefällt es hier. Ist doch allemal besser, als im Mist zu stochern. Wen würdest du zum neuen Abt wählen, wenn du könntest? Warum fragst du? Uns ist es nicht erlaubt zu wählen und wir sollten uns da nicht einmischen. Ich frage bloß, mehr nicht. Ich bevorzuge Johann, aber wie gesagt, es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Es reicht, dass Antonius sich einmischt. Fang du nicht auch noch an. Soll ich jetzt die anderen nochmal wegen ihm fragen? Na. Und jetzt schmerzen sie wieder. Ja. Aber mehr. Vielleicht bin mal da. Ich sage dir, es braut sich etwas zusammen. Ich will. Wer war das jetzt? Weißt du etwas über Joachim?
Nein, er mag mich nicht, aber er versteht sich sehr gut mit den Zirkatoren. Mit den Zirkatoren müssen wir auch noch was reden. Das ist ein Scherz, oder? Kennst du denn niemanden hier? Warum sollte ich? Ich dachte, du würdest gerne wissen, mit wem du den Rest deines Lebens verbringst. Ich jedenfalls schon. Ich weiß vermutlich jetzt schon mehr über sie als du. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Mir war bisher einfach nie danach, jemanden kennenzulernen. Gottlob. Was bedrückt dich? Ich wüsste. Was ist mit Joachim? Stell dich gut mit ihm. Wenn du dir Feindseligkeiten ihm gegenüber anmerken lässt, macht er dir das Leben zur Hölle. Er ist ein schleimiger Pedant, der dich sofort bei den Höherrangigen verpetzen würde. Ich schätze, sobald er sein Noviziat beendet hat, will er zumindest zum Zirkator aufsteigen, damit der andere herumkommandieren kann. Das ist alles. Danke. Gelobt sei. Ich wüsste gern. Joachim interessiert mich. Ach ja? Er ist eine miese Ratte, die einen für alles verpfeift. Wäre er nicht hier, würde ich mein Leben darauf verwetten, dass er ein Kumanenspitzel wäre, der sich für ein paar Groschen bückt. Das klingt nicht besonders schmeichelnd. Sollte es auch nicht. Egal, was du tust, hüte dich vor ihm. Er behält jeden im Auge und würde dich selbst für den kleinsten Fehltritt verpfeifen. Das wäre alles. Danke. Das waren noch Zeiten. Du wirst... So, da ist ein Keller. Da ist noch Fressen drin. Auf einem Tisch. Ja, das, da war noch nichts. Wie gesagt, das ist der erste Tag, da mache ich noch nichts. Du hast schon eine genommen. Hier sieht es aus wie nach einer durchzechten Nacht. Wer mag das gewesen sein? Hinten war noch ein Tisch. Da rechts. Spielt uns auch. Brille. Im Keller, da soll ich reden, da ist niemand. Ja, hinten war noch eine Tür. Ist versperrt. Also. Schlafen ich noch nicht. Das Prius auf dem Nachttisch. Da ist eine. War das die erste? Nein, das war die Nummer 8. Na super, die sind wir komplett durcheinander. Lass ich es jetzt. Wenn ich im Schlafsaal auf einem Nachttisch. Oder vielleicht war das die erste, kann auch sein. Ja, das ist die. Im Schlafsaal waren wir da. Ja, und im Schlafzimmer des Prior. Also genau. Ich weiß, dass da irgendwo sein Versteck ist, genau, schau. Das habe ich nämlich noch gewusst. Tja, jetzt wieder schauen, der Trottel, weil sein Dings weg ist. Ich will alles durchklicken. Mal lesen, skillen. Das ist geschissen, der Klosteralltag. Wolltest du das nicht fotografieren? Ja, das mache ich dann, jetzt ist es dunkel. Necronomicon 2.
überhaupt keine Punkte mehr fürs Lesen, weil normalerweise kriegst du das auch fürs, ja, fürs Aufschlagen von den normalen Büchern. Kriegst du normal eben noch Ulrichs Dokumente. So. Können wir doch packen. Hm. Wir können den Mönchen was stehlen. Ich glaube, da hinten war nämlich was schon. Genau. Der Köter. Haben wir noch unser Geld? Wir haben 100 Grad schon noch. Habe ich das Geld abgelegt? Hoffentlich schon. Was für Geld? Du hast alles abgelegt, oder? Ich hoffe's. Ich glaube, ich habe das Geld auch abgelegt. Ja. Da liegt überall Bein, überall haben sie Bein versteckt, die Seifer. Rausgerissene Buchseite. Das ist ein Einem der Rundgänge in einem Schränkchen. Nummer 4 war das. Okay, dann mache ich jetzt 1 Hammer. Das ist 1 Hammer schon, ne? 1 und 4. So, dann wo ist Nummer 2? Sagt er im Schlafsaal, ne? Im Schlafsaal in einer Truhe. Also ich kann im Schlafsaal, wo alle schlafen. Und das Problem ist, ich habe nicht einmal einen Ritterschnaps. Wo ich speichern könnte jetzt gar. Okay, warte, ich versuche mal was. Wo warten der Dreck? Ich hasse das Kloster so viel. Nein, wir müssen auf die andere Seite rüber. Da geht noch wer. Was soll denn? Verdächtig. Der sucht wahrscheinlich sein Versteck, was wir ihm ausgeräumt haben. Was erwischt uns keiner? Kann nicht anfangen. Weil der im Weg liegt. Ja, das muss ich untertags, glaube ich, machen. Schwer, das ist mir zu riskant. Für die vielen Leute, was da sind gerade. Links, links. Ja, ich fange von vorne wieder an. Was da noch eine ist. Da, genau, da ist noch eine. Da ist auch noch eine. Passt. Das habe ich aber nicht gewusst, dass das die ist. So, wo ist die andere? Die nächste? Keller auf einem Tisch. Keller auf einem Tisch. Gibt's auch wieder zwei im Keller.
Nein, im Keller gibt's nur eine. Keller gibt's nur einen? Ja. Nein, nicht einen Tisch, sondern eine Seite. Ja, aber einen Eingang zum Keller und so. Das weiß ich nicht. Dass ich mir sage, den Tagesplan. Will er nicht schlafen und geht's mal wieder Marsch. Du hast ja gerade gesagt, im Keller gibt's auch wieder zwei. Ach schon. Ja. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Speisesaal in einer Truhe. Aha, da haben wir da nicht dran. Runter damit. Jeder Schluck ein Genuss. Nicht wahr? Kein. Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Na, das frage ich jetzt nicht alles. Du hast uns gesehen, also setze dich zu uns oder schwöre uns nicht zu verraten. Du willst doch nicht wie Lukas enden, nicht wahr? Genau. Ich will nicht mit euch trinken, aber ich verspreche, ich verrate euch nicht. Die Jugend von heute hat kein Rückgrat, aber vergiss dein Versprechen nicht. Nur ein Wort und wir machen dir das Leben zur Hölle. Falls du irgendwann doch die Sau rauslassen möchtest, weißt du ja, wo du uns findest. Aber wenn wir wahrscheinlich mit ihnen saufen, jetzt haben wir mal gespeichert, das ist sehr gut. Ich sage dir, Bruder, unterhalten wir uns. Was tut ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir trinken. Aber wir sind Mönche. Junge, wenn du mein Alter erreichst, wirst du's verstehen. Ach, was soll's. Ich hatte heute genug Opprobria und Obedientia. Das wollten wir hören. Worauf können wir wo noch... Wo ist der Nächste? Im Speisesaal in einer Truhe. Speisesaal. Speisesaal, der ist da nicht. Es muss ein Aufgang sein, wo es gleich nach... Na. Na. Oh ja, das ist schwer. Oh ja. In einer Truhe. Rechts hinten. Da ist eine. Ja. Bibliothek, Truhe und Tisch. Da waren wir gerade in der Bibliothek, gell? Mhm. Oder im Labor. Da waren wir. Ah ja. Oder? Nein, das ist das Labor. Weil da ist da. Genau, sag ich ja. Das ist da alchemistisch, nämlich da schon. Wo war die Bibliothek? Da waren wir, glaube ich, gar nicht drinnen. Oh ja. Da hat er gesagt, und hier schreiben wir. Das ist die, wo die Bücher abschauen. Und hier und. Also, sie arbeiten nur hier und in der Bibliothek. Und da war es im Labor drinnen. Das hat er gesagt. Ich schau noch einmal durch. Das würde ich. Fast immer geflüchtet aus dem Kloster. Ich könnte mit dem Schwert kommen und dann hack ich's um. Oben ist auf jeden Fall nicht, ne? Weiß ich nicht. Oh, das ist schon die. Nein, weißt du, wo die Bibliothek ist? Da, wo gesagt hat, da sind die verbotenen Schriften drin. Das heißt, das kann schon oben sein. Aber da war jetzt der Schlafsaal, oder? Nein, die Bibliothek. Das ist die Bibliothek. So, Truhe. Gleich da, bitte. Eine Truhe und eine am Tisch. Einem Tisch. Wurde entdeckt. Was tust du hier? Was tust du hier? Ich nehme an, dasselbe wie du. Ich will in Ruhe lesen. Und zwar nicht nur die Bücher, die sie uns vorsetzen. Was liest du da eigentlich? Naja, eine inoffizielle Biografie über den heiligen Prokop würde mich interessieren. Aber so etwas gibt's womöglich nicht einmal. Eigentlich habe ich mir nur Unterhaltung erhofft, aber all das hier ist nur harmloser Nonsens. Wenn ich nur den verschlossenen Schrank mit den verbotenen Büchern öffnen könnte, das wäre was. Bis vor kurzem war er noch offen, aber dann verschwand eines der Bücher,
Also wurde er verschlossen. Du hast das geschworen. Vielleicht bekomme ich ihn auf. Das wäre großartig. Ich würde liebend gern einen Blick in diese Bände werfen. Wir könnten sie gemeinsam lesen. Was sagst du? Ich sehe, was ich tun kann. Doch vorher will ich das da knapp. Ja, sicher wurde ich entdeckt, ist eh logisch. Ja, da haben wir schon. Und wo noch? Auf einem Tisch. Und ich mach das da schnell auf. Necronomicon. Ja, du kannst es ihm auch machen, ne? Was bedrückt dich? Ja. Ich wüsste gerne. Das wäre alles. Ich verstehe es nicht. So. Untertage. Von der Seite machen wir gerade. Liegt nicht schlafen, machen wir nicht. Da haben wir wieder. Schau, sprich meine. Setze ich mit den Mönchen an den Tisch. Es ist so viel da zum Tun, das ist unglaublich. Auf einem Tisch liegt noch eine Seite. Ja, was mache ich jetzt hier? Da haben wir schon geschaut. Ich hätte ihn nur noch einmal an, weil jetzt habe ich die Bücher gestohlen. Was bedrückt dich? Tisch kann aber noch da sein. Ja, das können auch Tische sein. Da nicht. Bitte das Buch, ne? Nein. Da haben wir schon geschaut. Die haben ja so ein Siegel drauf, die Bücher da. Die Seiten. Ah, die Buchseiten, ne? Oder haben wir es von da? Nein. Das erste. Nicht? Das ist ja nicht die erste. Ich meine sicher nicht, dass wir die erste von da haben. Nein. Ist das sicher? Ich meine die erste von da. Mit der Quest, oder was? Ja, wo die Quest gestartet ist. Ich habe ja nicht gewusst, ob die zählt. Ja. Na gut. Schlafzimmer. Ich bitte die dagegen, gell? Da. Ja. Ja. Schlafzimmer des Prius auf dem Nachttisch. Ja, das wird jetzt lustig. Ich glaube, das ist da das Schlafzimmer von Prius. Nein. Das ist garantiert oben noch. Im Schlafsaal wird das sein. Nein, da im Schlafzimmer des Prius. Ja. Ich meine, im Schlafzimmer des Prius. Oder spießen wir. Okay, viel Zeit haben wir nicht mehr. Im Schlafzimmer des Prius war ja auch, also Schlafzimmer und da war hinten noch ein Zimmer, wo es verschlossen war. Das wird sicher sein. Schlafsaal. Genau. Und da ist auch noch ein verschlossenes Zimmer, nämlich. Das ist groß, das Ass ist die Beste. So. Schlafsaal, nämlich, ja. Da war doch noch irgendwo eine Tür. Das war im Keller. Ganz hinten. Da wo ich gesagt habe, da ist noch eine Tür und du hast gesagt, ja, das machen wir nachher. Hier noch Blödsinn drinnen. Ja, wir ganz viel gut. Jason, ich geh in den Keller und sauf mit dir mal, oder? Nicht saufen, geh nach hinten. Wo hinten, da? Im Keller, ganz hinten, was war noch eine was Tür. Was im Keller ist? Eine Küche ist im Keller. Ja, das weiß ich ja nicht. Aber im Schlafzimmer war die Tür nicht hinten. Ja, ich kann das Schloss nicht knacken, wenn die da stehen und zuschauen. Das ja, ist mir schon klar, aber... Das da kann ich auch machen.
schlafen speichern. Im Kerker könnte ich schlafen. Nein, ich hätte dort gehen sollen, wo ich als erster war, bei der Bibliothek. Da war es hundertprozentig, was da. Was? Bei der Bibliothek. Was war da? Im Prius, im Schlafzimmer. Warte, dieses schnelle Hin- und Herdrehen. Macht da jetzt auf, weil das nervt mich, dass ich die Tür nicht immer da versuche zu aufmachen. So, Speisesaal. Da ist die Küche hinten, das weiß ich. Das war auch im Keller auf. Unten ist auch eine Küche, oder was? Da gibt's keinen Keller. Der Keller ist nur auf einer Seite. Ja, es ist wurscht, auf welcher Seite. Irgendwo ist der Liefereingang, irgendwo ist die Küche. Du hast vorher gesagt, was ist im Keller? Natürlich eine Küche. Ne? Ich kenne mich nicht mehr aus. Ja, nicht. Ich glaube, ich weiß das Spiel auswendig. Nein, aber du konzentrierst dich auch nicht, was du sagst. Prior. Prior oder Prios? Prior. Ich mache mal kurz den Prozess. Klosterschlüsselhammer.